Hallo zusammen, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr iPhone-Kontaktgruppen erstellen könnt. Das Ganze funktioniert mit Corporate Trends Contacts, wie ich es bereits hier geöffnet habe. Besitzt ihr dies noch nicht, so schaut bitte in die Beschreibung und ladet es euch herunter. Habt ihr es runtergeladen, so öffnet es und schließt euer iPhone an. Ist es angeschlossen, so warten wir, bis alles geladen ist. Ist alles geladen, so klicken wir hier auf das kleine blaue Plus, um eine neue Gruppe zu erstellen. Als erstes geben wir einen Namen für die Gruppe ein, zum Beispiel Projektgruppe. Dieses können wir speichern, indem wir auf Änderung anwenden klicken. Um zu unseren Kontakten zurückzugelangen, klicken wir auf Alle Kontakte. Wollen wir nun Kontakte zu der eben erstellten Gruppe hinzufügen, so markieren wir diesen Kontakt bzw. die Kontakte. Und ziehen sie dann, indem wir auf einen der markierten Kontakte gedrückt halten, in die eben erstellte Projektgruppe rein. Klicken wir nun auf die Gruppe, so sehen wir, dass sich alle Kontakte hier drin befinden. Vielen Dank fürs Zuschauen.